Der FC Bayern bleibt nach Dienstagabend ein Angstgegner des FC Barcelona. Am zweiten Spieltag der Champions League Gruppenphase holten sich die Katalanen in München eine 0:2 Niederlage ab, die gemessen an den vielen Chancen der Gäste wohl vermeidbar war. Xavi ärgert sich, dass sein Team nicht die Belohnung für einen guten Auftritt einfuhr. Wenn du in der Champions League deine Chance nicht nutzt, gegen so einen Gegner, musst du am Ende bezahlen. Wir waren heute besser als Bayern. Wir hatten 6 oder 7 klare Gelegenheiten, aber die Bayern sind vor dem Tor nicht so gnädig gewesen, zitiert die Zeitung Sport den Chefcoach von Barca. Unter anderem Rückkehrer Robert Lewandowski hatte die Führung beim Stand von 0:0 mehrfach auf dem Fuß, zudem wurde den Katalanen ein möglicher Strafstoß nach Kontakt zwischen Alfonso Davies und Ousmane Dembele nicht zugesprochen. Xavi lobt er sein Team für eine gute Vorstellung, fordert aber auch klar mehr Kaltschnäuzigkeit auf höchstem Niveau ein. Das gilt in der Offensive angesichts der vergebenen Chancen und in der Abwehrarbeit vor dem Hintergrund der beiden Gegentore. Barca ließ erst Lucas Hernandez bei einer Ecke sträflich frei, war dann unsortiert und ließ Jamal Musiala und Leroy Sané gewähren.